Hallo zusammen erstmal. Heute geht es ein bisschen um Maustechnik und Abtasttechnik. Und zwar anlässlich der Tatsache, dass Rocket jetzt hier mit der Cone Pure Optical ein neues Cone Pure Modell nachgelegt hat. Und zwar diesmal mit optischer Abtastung, während die alte, also diese, die ich hier habe, die Color, nämlich per Laser abtastet. Jetzt ist die Frage, warum eine optische, wo man doch schon eine Maus- und Laserabtastung hat? Und ist die jetzt genauer, ist die besser? Warum braucht man eigentlich noch eine optische Maus? Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen gucken, was da so hintersteckt. Generell erst einmal, wie schon gesagt, Cone Pure, optisch, bis auf die rote Schale und ein paar Kleinigkeiten, identisch. Anzahl der Knöpfe identisch, Funktionen identisch, Software sogar weitestgehend identisch. Das ist also hier nicht das Problem. Die Sache ist, und da drehen wir die Maus doch einfach mal um, weil da ist genau da, wo der Unterschied auch ist. Wir legen die mal hier hin. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich halte das mal so, versuche das mal zu halten. So, also, was haben wir da? Selbst von der Form her, von den Füßen her gleich, aber der große Unterschied steckt hier. Hier, das ist der optische Sensor, der Cone. Das ist ein Avago ADNS 3090, also 3090. Den hat Rocket auch weitestgehend unmodifiziert gelassen. Der steckt zum Beispiel auch in der Rocket Savo. Dieser hier, der tastet jetzt ab, also es ist bei allen beiden Mäusen ist es so, um eine Bewegung zu registrieren, beleuchtet das die optische Beleuchtung, also ein LED, oder hier in diesem Fall ein Sensor, also ein Lichtemissionsemitter, beleuchtet den Untergrund. Drinnen steckt der eigentliche Sensor, der digitale Signalprozessor, und der vergleicht die Bilder, die hintereinander aufgenommen werden, und erkennt an markanten Punkten Unterschiede, und dadurch erkennt er Bewegung, das heißt, dass die Maus bewegt wurde. Das ist erstmal das grundsätzliche Funktionsprinzip. So, man sieht hier schon 4000 dpi Maximalleistung, bei dem hier haben wir 8200 dpi. Und genau da kann man schon ansetzen, das ist nämlich was, wo viele sagen, der optische Sensor ist gefühlt genauer, auch wenn er mit weniger dpi abtastet als der Lasersensor, aber er ist gefühlt genauer, das ist ein Vorurteil. Andere Sache ist, die Leute, die für den Lasersensor argumentieren, sagen, der kann besser modifiziert werden durch Algorithmen zum Beispiel. Da kann man zum Beispiel so Geschichten wie die Lift-Off-Distanz, das wird diesen Mäusen mit dem optischen Sensor sehr gerne vorgeworfen, dass die eine sehr hohe Lift-Off-Distanz hat. Was das ist, prüfen wir gleich. Einfach mal in Medias Res hier mit der Software. Ich würde auch sagen, damit fangen wir mal an. Also erster Punkt ist angeblich, der Lasersensor hat kaum Lift-Off-Distanz oder weniger Lift-Off-Distanz oder kann nachbearbeitet werden bei der Lift-Off-Distanz, während dieser hier eine sehr hohe hat. Lift-Off-Distanz, ein Fachbegriff, aber schnell zu erklären, und zwar Lift-Off heißt ja anheben, das heißt also, hebe ich die Maus an, sollte sie im Idealfall sofort mit der Abtastung abreißen, sprich die Maus ist angehoben, sie liegt nicht mehr auf dem Pad, sollte auch der Cursor nicht nachziehen. Wenn man jetzt aber mal genau guckt, ich versuche das mal für die Kamera extra so absichtlich zu machen. Die Maus hier hat keinen Kontakt mehr mit dem Boden. Trotzdem kann ich sie noch steuern über den Cursor. Das ist jetzt bei der Lasermaus, nur erstmal zum Demonstrieren. So, und jetzt wollen wir mal in Medias Res gehen. Sowas kann man nämlich auch einigermaßen messen. Und da fangen wir doch jetzt einfach mal mit der optischen Maus an. Weil da ja immer vorgeworfen wird, die wäre sehr hoch. Da wir kein Labor haben, müssen wir uns hier ein wenig behelfen, um jetzt diese Lift-Off-Distanz auch mal bei dieser optischen Maus zu messen. Man sieht hier also, das sind so, ich gebe es offen zu, Umrührstäbchen vom Kaffee. Aber wir werden gleich sehen, warum ich das so mache. So, man sieht jetzt hier schon mal, da haben wir jetzt was gebaut, was einen Abstand vom Pad erzeugt. Da lege ich jetzt die Maus einfach mal drauf. So, im Idealfall sollte jetzt die Abtastung schon längst abgerissen sein, denn so ein Stäbchen, wenn man mal guckt, ungefähr, ich habe es auch gemessen mit dem Zollschuh, hat ungefähr Millimeter Dicke. Das ist also nur ein Richtwert. Genau messen können wir das hier nicht, aber wir können es zumindest einigermaßen nachstellen. Wenn man jetzt guckt, die Maus steht auf 2, also 2 mm vom Boden ist sie abgehoben. Was passiert hier am Bildschirm, wenn man sie bewegt? Ja, sie reagiert munter weiter. Das ist also schon mal nicht so schön. Jetzt habe ich also festgestellt, das ist sogar so schlimm, man kann noch so ein Stäbchen dabei tun, sind wir schon fast bei 3 mm Abstand.
und legen die Maus wieder drauf. So. Und da, wenn man den Cursor sucht, hier kommt er langsam, aber auch jetzt reagiert er noch. Das ist also wirklich ein Vorurteil, was sich eine optische Maus gefallen lassen muss. Es herrscht also, sie besitzt eine hohe Lift auf Distanz. Und das Schlimme ist, wir machen jetzt mal den Vergleich mit der Lasermaus. Setzen wir die auch erstmal auf 2. Das hatten wir eben bei der anderen auch. So, die reagiert jetzt hier zwar auch noch, bei 3 wird sie nicht mehr reagieren. So. Jawohl, haben wir 3. Jetzt ist Schluss, man sieht keinen Cursor mehr. Also, das ist schon mal ganz klar, die Lift auf Distanz des optischen Sensors ist höher. Ein Vorteil von Lasersensoren allerdings ist zum einen, dass sie feiner abtasten, mit mehr Oberflächen klarkommen. Gut, hier haben wir ja eine raue Oberfläche, aber es gibt ja auch durchaus Tischplatten, die mal fast glatt sind. Da sind Lasersensoren im Vorteil und auf unsere Lift auf Distanz bezogen. Man kann da nämlich modifizieren. Und wenn ich jetzt mal mit der Maus hier in die Software gehe von Rocket, das ist hier die unten die erste, da finden wir nämlich was ganz Tolles, nämlich einen Schalter, mit dem man das komplett ausstellen kann. Das heißt auch extra Advanced Control, also erweiterte Kontrolle. Da sieht man hier Distance Control Unit. Genau das ist die Möglichkeit, den Laser zu beeinflussen, dass er diese Lift auf Distanz auf ein Minimum runterschraubt. Das wäre in diesem Fall extra low. Das wenden wir mal an. Wenn wir jetzt mal gucken, jetzt wird es sogar schwer, wahrscheinlich überhaupt noch was festzustellen, weil sobald, ich mache die mal zu, damit man es besser sieht, hier wieder volle Pulle. So. Sobald jetzt die Maus nämlich den Boden verliert, merkt man, oder vielleicht sieht man es, da ist, das ist kein halber Millimeter mehr und schon tastet sie nicht mehr ab, schon reagiert sie nicht mehr. Vorteil ist ganz klar beim Umsetzen, wenn man nämlich als schnell spielt und schnell die Maus umsetzt, dann also gut, ich versuche es jetzt mal, verrutscht sie kaum, während eine Maus, die hier mit der hohen Lift auf Distanz, wenn man dann neu ansetzt, verspringt der Cursor sofort. Das ist also ein Vorteil der Laser und ein Nachteil der optischen Abtastung. Noch eben ein Wort zur feineren Abtastung. Es gibt sogar hier in der Software von Rocket, das hat auch nicht jeder Hersteller, muss ich zugeben, aber die haben es, eine sogenannte Tracking Control Unit. Das heißt, wenn man die anstellt, dann kann man die Maus genau auf die Oberfläche konfigurieren, sodass sie optimal dort abtastet. Das ist zum Beispiel ein Vorteil, der geht nur mit Lasersensoren, weil beim optischen Gerät ist diese Option gar nicht vorhanden. Eine Nachbearbeitung im digitalen Signalprozessor bei der Abtastung per Laser kann aber auch Nachteile haben. Man wirft diesen Gerät nämlich vor, sie würden eine Art Fahrtbegradigung durchführen. Das nennt sich der Fachbegriff Angle Snapping. Das heißt, wenn man hier schnelle Bewegung macht, sollte die Linie eigentlich, und das sieht hier auch schön so aus, weil bei Rocket kommt es dann nicht zum Einsatz. Wenn Fahrtbegradigung wäre, würde die Linie, auch wenn ich mich schnell bewege hier auf dem Paint, würde die sehr gerade sein. Das heißt, es würden kaum Treppchenstufen, kaum Abstufungen sein. Wie man aber hier schon sieht, ohne dass ich überhaupt die Lupe nehme, ist dem nicht der Fall. Wir können es auch gerne mal in der Lupe. Hier sieht man schön, es zackt. Also diese Linie wirkt vielleicht recht gerade, ist sie aber nicht, weil eben bei der Abtastung nicht nach, also weil der Signalprozessor nicht nachbearbeitet und nicht begradigt. Das wiederum, ich versuche das jetzt Ganze auch mal mit der optischen Maus, also mit der optischen Abtastung. Ich muss es einmal hier schließen, damit ich ein neues, schönes Bild bekomme. Na, hier sieht man, dann habe ich hier auch, beide sind übrigens auf der maximalen DPI-Stufe, das ist ganz wichtig für sowas zum Testen. Das heißt die 4000, die 8.2. Wenn man hier die Linien zieht, auch da merkt man, oh ja, ne, auch wenn es eigentlich gerade gehen sollte und ich bin bestimmt kein schlechter Mausbediener, aber man merkt, es ist eben nicht gerade, es geht auch gar nicht gerade, weil man müsste hier nämlich wirklich eine genau gerade Strecke nehmen, das kann keine Hand leisten. Und natürlich hier noch, hier wird es noch, eigentlich noch krummer, das heißt im Endeffekt da auch ein Vorteil wieder für die optische, das ist nämlich auch noch eine Sache, die optische setzt Bewegung gefühlt direkter um. Man fühlt also irgendwo, man ist noch mehr mit der Maus verwachsen, sie reagiert genauso,
wie ich das will. Das sieht man zum Beispiel, wenn man ganz präzise so ganz kleine Punkte machen will oder einen Kreis ziehen will. Man fühlt sich da wirklich mit der Maus, als wäre die mit der Hand verwachsen und würde auch sauberer und genauer reagieren. Doch auch die Lasermäuse sind keinesfalls nicht präzise oder haben irgendwo Latenzen. Und auch hier sieht man, kann man genau mitarbeiten. Aber, also wenn man den Kringel sieht, es ist doch etwas einfacher mit der per LED abtastenden Compure Optical. Dabei muss man aber auch bedenken, dies hier sind 4000 dpi, das sind 8200 dpi. Das heißt, also wir können das mal eben ganz kurz anreißen. Das bedeutet nämlich einfach, während ich, wenn ich die mal beide hier an den Ausgangspunkt lege und jetzt auch den Cursor hier hin tue, dass ich diese hier, um einmal in den Bildschirm zu kommen, muss ich bis hierhin bewegen, wenn man das so ungefähr sieht. Jetzt machen wir das Spielchen mal mit dieser hier und dann dürfte der Weg nämlich deutlich kürzer sein. Das heißt, ja, ungefähr, also es ist wirklich alles behelfsmäßig, aber man merkt, man muss die, dadurch, dass sie höher abtastet, genauer abtastet, mehr Bilder verarbeitet für die Bewegung und auch durch die Beleuchtung, also durch die Lichtgebung per Laser, muss man diese Maus nicht so weit bewegen. Das wirkt sich natürlich auch aus, wenn man dann fein arbeitet oder fein mitarbeitet, wie sie kringelt. Da kommt nämlich dann auch ins Spiel, dass viele Leute gar nicht mit 8200 dpi spielen, sondern die automatisch auf 3000 bis 4000 dpi runterregeln. Ein eindeutiges Fazit, welche Abtastmethode jetzt wirklich die bessere ist, fällt schwer, weil sowohl die Abtastung per Laser als auch die Abtastung per optischen Sensor hat ihre Vor- und Nachteile, beide jeweils. Von der Genauigkeit würde ich sagen, ist es kein Unterschied. Also man kann nicht sagen, dass die genauer und die weniger genau abtastet. Beim Untergrund, bei der Untergrundkompatibilität kann man sagen, hat der Laser leichte Vorteile, eben durch Möglichkeiten wie diese Kalibrierung. Andersrum, gefühlt wirkt diese Maus präziser, aber wirklich das finale Fazit, es ist teilweise eine Glaubensfrage und am besten, Sie nehmen die Maus selber in die Hand, Sie probieren es aus, dann werden Sie merken, welches Verfahren Ihnen am besten gefällt.